Hallo und herzlich willkommen zurück hier zum Werkfeuerwehr-Simulator 2014. Mein Name ist Garderol und ja, ich habe beim letzten Mal echt vergessen. Ja, was heißt vergessen? Die Lautstärke von meinem Timer war auf Stumm, deswegen habe ich gar nicht gehört, dass die Zeit schon rum war. So, stopp. Wir müssen erst hier den Kram ausmachen, weil sonst kriegen wir die Abzüge. Ja, und dann würde ich sagen, wir fahren jetzt mal zurück zur Wache. Was gar nicht mal so einfach ist, denn ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Wo sind die überhaupt? Da oben? Oh, hier diese mit dem Bahngleis und alles. Das ist alles echt... Das ist schon, also... Das kann sich sehen lassen. Ich muss ja immer wieder sagen, also, ne? Also Simulatoren, das ist ja nicht jedermanns Sache und, ich bin schon etwas älter, ich bin etwas ruhiger, meine Playtests bestehen nicht dadurch, dass ich möglichst viele... Also Leute, das ist doch nicht normal mit den Fahrzeugen hier. Meine Playtests bestehen nicht daraus, dass ich möglichst viele Fäkalsprachen oder Pubertärausdrücke in überhöhter Lautstärke aneinanderreihend von mir gebe, sondern ja, dass ich einfach mit euch gemeinsam diese Spiele spiele in aller Ruhe, wir uns das angucken, ich mich dabei teilweise auch sehr dämlich anstelle und euch das offenbar gefällt. Mein Problem ist nur, ich weiß jetzt nicht, wo unsere Wache ist. Wir zoomen mal ganz raus. Ich glaube, unsere Wache ist an so einem Zipfel, also unten. Also müsste ich jetzt, wenn der Zipfel unten ist, nach oben ist. Und ich bin ja männlich, bei mir ist der Zipfel auch unten. Hä? Jedenfalls da lang dann. Was ist das denn hier für ein Turm? Der im Ammer brennt. Ah, und wir hatten ja die letzten Tage so eine Hitze. Einsatzbefehl für Florian 1. Von einer der Metallverarbeitungen kam eine Alarmierung rein. Und jetzt? Hier wurde eine leichte Rauchentwicklung gemeldet. Begib dich schnellstmöglich dorthin. Sollte wirklich ein Feuer ausgebrochen sein, so kümmere dich unverzüglich darum. Fehlt Florian 1 an Leitstand, melde Einsatz angenommen. Wir hatten in den letzten Tagen so eine Hitze. Und jetzt fängt es an zu regnen. Und ich weiß nicht, ob ihr diesen geilen Geruch kennt. Wenn es so lange heiß war. Und dann fängt es an zu regnen. Ah, oh, ist das geil. Das zieht ihr durchs ganze Haus. Sehr schön. Ich kann ja Hitze überhaupt nicht leiden. Wie ist das bei euch? Ist es bei euch auch so? Also Hitze scheiße, Sonnenschein gut, aber Hitze scheiße? Es gibt ja Leute, denen kann es nicht warm genug sein. Ich krieg da immer die Krise. Weil damit haben wir aber heute auch, glaube ich, dann genug Missionen gemacht. Wir wollen ja ein bisschen hier progressieren zum nächsten Fahrzeug. Dieses haben wir jetzt genug gesehen. Ja, das ging aber fix. Schnelle 600 Punkte. Weißt du, sind das da oben halt die Gesamtpunkte oder wie war das jetzt? Bin ich mir gerade gar nicht so sicher. Huch. Na. Oh, und da fast wieder vor die Wand gefahren. So, also meine Vermutung lag ja nahe, dass die Wache in dem Zipfel da oben ist. Weil wir quasi jetzt ganz auf der anderen Seite sind. Und da die Bahnschienen ja wunderbar immer hier durch das ganze Gelände fahren, mache ich mir jetzt mal ein paar Feinde bei den Leuten, die von der Fraktion, man muss Simulationen immer so spielen, wie sie gespielt werden müssen. Aber das sind hier halt so Bahnschienen mit, ne? Mit Fahrradweg in der Mitte. Da kann ich auch herfahren. So, also meine Vermutung war, dass wir da oben die Wache haben. Hätte ich mir vielleicht mal vorher angucken sollen. Ich bin auch froh, dass diese Bäume alle recht geduldig sind mit mir. So, und ich meine, die Wache wäre jetzt da. Ja, das passiert, wenn man auf die... Oh, da kommen die Leute sofort aus den... Ah, ist da was passiert? Hallo, jemand verletzt? Das passiert, wenn man auf die Karte guckt und dabei nicht mehr auf dem Bildschirm. Ja, das große rote Symbol scheint doch die Wache zu sein. Fahren wir da mal hin. Der Flughafenfeuerwehrsimulator sind wir immer mit irgendwelchen Schleppern zusammengestoßen. Oder wie auch immer die Dinger heißen. Und hier stößt man halt mit Rondomedia-Autos zusammen. Wobei ich die überdimensionierte Verwendung dieser Fahrzeuge doch dezent albern finde. Aber das muss natürlich jeder Publisher selber wissen, ob er das toll findet, das so übertrieben zu machen. Das ist auch interessant. Hier sind, parken die Autos. Achso, so ein Schrottplatz oder was?
Ja, wir müssen uns jedenfalls beeilen, sonst können wir wieder meckern, weil wir unsere Schicht nicht pünktlich beendet haben. Und das wird jetzt gleich passieren, deswegen war das schon wieder zu spät. Aber wir haben ja eben noch eine Toleranzzeit. Aber unsere Wache ist hier schön gelegen, ne? Wenn man mal guckt, also wir sind hier irgendwie so in so einem kleinen Grünviertel hier unten, da ist nicht so ganz ekelhaft. Da ist es doch. Oh! Okay, dann fahren wir jetzt da rein und machen hier Stempel einmal ab, so wie es das gehört. So ist die Fahrzeughalle, auf welcher Seite rein. Genau, dann müssen wir da einmal reinfahren. Aber die Honkos haben natürlich mein Tor zugemacht. Das soll auch hier, wenn es regnet, wird sauber. Dann brauche ich es nicht waschen, ne? Ganz einfach. Ja, und dann gehen wir zur Stempeluhr, machen Feierabend für heute. Wie geht's? Und schauen uns mal unsere Punkte an. Und da sehen wir, Verstoß gegen das Wegerecht. Du bist während einer Alarmfahrt ohne Martinshorn und Blaulicht gefahren. Okay, noch 450 Punkte. Speichern. Ja, au! Jetzt kriege ich einen Krampf und weiter geht's. Ich hoffe ja, dass wir mit den größeren Missionen, nee, anders, mit den, doch, mit den größeren Fahrzeugen, Missionen bekommen, bei denen wir dann mehr Geld dafür sehen, das, was wir da so tun, weil so ist das alles sehr zäh. Guten Aber Morgen, Männer. Frauen sind ja nach wie vor. Zunächst zu unserem Feuerwehrmann Anwärter. Ich teile dir heute das Einsatzleitfahrzeug Florian 1 zu. Das Fahrzeug könnte übrigens so, das war's auch schon. Das Fahrzeug könnte übrigens mal Reinigung vertragen. Und wenn ich jetzt da runtergehe, ist das Fahrzeug wieder sauber, ne? Also ist ja ganz toll. Lern erstmal meckern, Chef. Lern erstmal meckern über Sachen, die überhaupt stattfinden. So, ich wollte mal hier in den Workout-Raum gehen, aber es ist irgendwie. Achso, hier kann ich pennen. Das sollte ich vielleicht mal tun, weil ich bin irgendwie erschöpft. Na, pennen wir mal bis zum nächsten Alarm. Oh, ich trinke in der Zeit einen Schluck. Guck mal, wie die Erschöpfung da weggeht. Das ist so geil. Nein, es geht die Flasche nicht zu. Sorry. So. Und, wo wollte ich hin? Genau, ich wollte zu meinem Auto. Meine These untermauern, dass es jetzt sowieso sauber ist und deswegen der Chef gar nicht meckern muss, dass es dreckig ist, weil der meckert immer, der Chef, ne? Immer ist der meckern, dass mein Auto nicht... Erstmal gehen wir was essen. Jetzt bin ich schon wieder Treppen... Jetzt bin ich schon wieder Treppen, gerade seht ihr das? Und schon bin ich erschöpft. Hi. So, mal gucken. Wir gehen jetzt nur noch hier, damit ich nicht immer so aus der Puste bin. Also, Käffchen. Mahlzeit. Morgen. Oh, guck mal. Aber jetzt mal ohne Scheiß. Es ist... Der hat ein Croissant, ja? Hatte der nicht gestern Spiegelei? Sollte das Spiel wirklich so detailliert sein? Ich sag's dir, das war der Frenkel. Der sucht sich wieder den Sportraum. Hi. Können wir hier auch was machen? Nee, hier kriegen wir nichts. Hier kriegen wir was. Was kriegen wir denn hier? Hallo. Hä? Was ist das? Aqua Refreshing Tasty. Verstehe ich jetzt nicht. Also irgendwie kriegen wir da nichts. Oh Moment, mein Akku ist fast leer. Gut, passt noch. Ja, also, was haben wir hier noch? Hier haben wir lecker Brot und eine Wurst. Und lecker Tassen. Oh, eine Herzchentasse. Ich gucke mir das deshalb so genau an, weil die immer irgendwelche Sachen hier versteckt haben in dem Spiel. Erfahrungsgemäß. Ich hatte ja auch Spaß dran als Programmierer. Also so immer so Sachen in die Spiele. So, wie nennt man das? So Gimmicks einzubauen, ne? So. Oh, Retards. Das sind wir die berühmten Retards. Ja?
die des Englischen mächtig sind, verstehen. Und was ist hier? Cornflakes, okay. Das war ja klasse beim, das war ja klasse beim, Flughafenfeuerwehrsimulator, wo dann auch die ganzen Packungen alle irgendwie was zu sagen hatten. Was haben wir hier? Alles klar? Ja, alles klar. Hi. Hi. Blick aus dem Gebäude. Alles senkrecht. Einsatzbefehl für Florian 1. Im Bereich des Kohlekraftwerks kam es zu einem Zwischenfall. Eine der Brandmeldeanlagen hat ausgelöst. Begib dich schnellstmöglich dorthin und überprüfe die Lage. Ja. Und dass mir keine Klagen kommen. Da soll es recht heiß hergehen. Okay, ich würde auch gerne ein anderes Fahrzeug nehmen, aber das... Ach, guck mal hier, die Tore sind dann auf. An Leitstand, melde Einsatz angenommen. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo wir hin müssen. Das übliche Problem. Zunächst natürlich von unserem Gelände runter. Und dann sehe ich weit und breit, sehe ich kein Einsatzort. Das heißt, wir werden jetzt erstmal möglichst lange auf einer vordefinierbar befahrbaren Straße bleiben. Allein das ist ja schon mal mit mir, also wer mich kennt, ne? Ein Abenteuer. Da darf ich nochmal auf den OMSI hinweisen. Und dazu gibt es einen Thread in unserem Forum. Das ist der offizielle OMSI-Themen- und Design-Wettbewerbs-Thread. Da könnt ihr Themenvorschläge machen für den OMSI-Talkbus. Gäste, die ich einladen können soll. Und, ja, sowas in die Richtung. Und wer mir einen Bus designt, einen OMSI-Talkbus, also ein Repaint quasi, der kann einen Einkaufsgutschein gewinnen. Und je nachdem, wie die Beteiligung da ist, werde ich es auch noch verlängern oder verkürzen. Wahrscheinlich eher verlängern, weil ich kenne euch ja. So, wir fahren jetzt auch mal, wenn die ganzen... Also jetzt mal ganz ehrlich, guck mal hier, wenn die LKWs hier alle quer über den Rasen fahren können, dann können wir das auch. Das ist ja ein Werksgelände. Und wir sind ja versichert und hier sind Rohre. Und hier kommen wir nicht weiter. Und der Fall weiß nicht mehr, wo wir lang sollen. Ja, eine Minute haben wir noch. Das wird eng. Und ich würde mal gerne von euch wissen, die ihr diese Videos schauen. Wer von euch schaut diese Videos nur, weil er Feuerwehrmann ist? Wer von euch schaut die Videos, weil er Simulatorfreund ist? Und habt ihr schon auf der Umfrage auf unserer Webseite teilgenommen? Und überhaupt, das schreibt mir in die Kommentare. Und ja, irgendwo hier brennt's. Ich würde sagen hier. So, eben den Krach ausmachen. Ah, das geht nicht. Das wäre natürlich cool gewesen, wenn das beides ging, ne? Ja, und so müssen wir uns hier jetzt erstmal verdingen als Spritzbursche, wollte ich gerade sagen. Also jemand, der hier einfach nur mal immer diese dämlichen Mini-Feuer löschen muss. So, das ist aus. Das heißt, wir können den Brandmeldealarm rückgängig machen. BMA-Alarm. Verstanden. Könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, was BMA-Alarm ist, weil ich glaube, das A ist doppelt gemoppelt. Brandmelder-Alarm. Alarm? Ich glaube nicht. So, ja, jetzt müssen wir wieder unserer Lieblingsbeschäftigung nachgehen, der Zaunkontrolle. Natürlich. Und... ja... Während ich das mache, könnt ihr schon mal auf die nächste Folge warten. Die dann immer erscheint, wenn sie im Sendeplan steht, bei events.mmuefus.de. Da habt ihr auch gehört, jetzt funktioniert mein Timer wieder. Ich hoffe, ihr schaut dann auch wieder rein, wenn es wieder heißt, wir spielen Werkfeuerwehrsimulator 2014. Wenn ihr bestellen wollt, die Beschreibung ist im Link. Oder andersrum. Link ist in der Beschreibung, so rum war's. Ja, also bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und empfehlt mich weiter. Lasst mir ein paar Kommentare und Daumen da, würde ich mich sehr freuen. Und bis dann. Macht's gut. Tschüss.